willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch bei meinem Tag mit und ich habe eigentlich super viel zu tun und ich weiß nicht, was ich da wirklich filmen kann, weil ich halt viel am PC machen muss für die Uni. Ich hatte jetzt schon einen Call und habe eben gefrühstückt und mich jetzt direkt wieder rangesetzt. Ich bin mega motiviert, weil ich den Tag über nirgendwo hin muss. Und ich finde, dann kann ich mich immer richtig gut auf meine Arbeit konzentrieren. Und deswegen lege ich jetzt mal direkt los. So, ich bin jetzt fertig für heute mit der Uni. Ich saß jetzt echt mehrere Stunden da und brauche jetzt erstmal eine Pause. Und es ist perfekt ein Paket für mich angekommen. Und ich dachte, ich zeige euch direkt, was ich mir bestellt habe. Und zwar ist das Paket von Venice. Ich weiß nicht, vielleicht kennen die Marke ja einige. Das sind Self-Tan Drops und ich bin schon richtig gespannt, das auszuprobieren. Ich bin ja so blass, vor allem im Winter, und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt, wo ich wirklich kaum mehr Sonne abkriege, echt langsam schon richtig unwohl. Also ich laufe hier eh die ganze Zeit nur so rum. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, aber wenn man dann mal irgendwie ein Kleid oder so anzieht oder irgendwie so einen Ausschnitt, dann sehe ich schon, dass ich extrem weiß bin. Und deswegen habe ich mir die bestellt. Einmal fürs Gesicht. So sehen die aus. Und einmal für den Körper. Meine Haut ist eh aktuell mega trocken. Deswegen creme ich die schon regelmäßiger ein. Und ich habe gedacht, das wäre voll die gute Option. Ich bin richtig, richtig gespannt. Ich hatte nämlich mal die das Body Mousse von Loving Tan und damit bin ich tatsächlich nicht so gut klargekommen. Also ich hatte teilweise voll die Flecken und Venice verspricht ja, dass das komplett fleckenfrei und auch geruchsfrei oder nicht geruchsfrei, aber dass es zumindest nicht so komisch riechen soll wie normaler Selbstbräuner. Und da bin ich schon richtig gespannt. Hier direkt mal auf. Das riecht. Hier aus dem Fläschchen ziemlich angenehm. So viel erstmal dazu. Ich habe auch ein bisschen Hunger bekommen, deswegen gucke ich jetzt mal, ob ich eine Kleinigkeit snacke und irgendwie kurz eine kleine Pause machen, bevor es dann weitergeht. Thank you.
So, es sind ein paar Tage vergangen, an denen ich nicht gefilmt habe. Aber ich dachte, ich nehme heute trotzdem nochmal die Kamera mit, weil ich heute meine Präsentation habe. Ich habe hier schon meine Karteikarten und will die noch einmal durchgehen, bevor ich in die Uni fahre. Ja, ich habe gleich dann auch noch einen schnellen Call mit meiner Gruppe und meinem Professor. Deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Präsentation zum Thema Konsum und Nachhaltigkeit in der Textil- und Modebranche. Und zwar ist es tatsächlich so, dass alle Unternehmen, die ihr gerade gesehen habt, bereits Verstöße entlang der Lieferkette getätigt haben. Und das führt uns auch direkt zu der Problemstellung, die wir haben. So, ich bin perfekt in der Zeit. Ich bin durch und rede 17 Minuten. Ja, ich würde sagen, dann bin ich jetzt ready. Wünscht mir Glück. Mittlerweile schon etwas zu Hause. Die Präsentation lief ganz gut. Hoffentlich. Ich habe noch keine Note bekommen. Und Jakob und ich machen uns jetzt auf den Weg zu meinem Cousin. Er hat nämlich Geburtstag. Jakob will unbedingt auch einmal noch in dem Video vorkommen. Willst du noch mal zeigen, wie du aussiehst, wenn du aus dem Gym kommst? Ganz genau. Richtiger Stiernacken ist das hier, ne?